Suzuki, ein berühmter Geigenlehrer, sagte einmal, Saiten sind leblos. Sie können aber wunderschön singen, bringst du sie mit deinem Herzen zum Schwingen. Das ist wirklich wahr. Die Geige kann tief berühren. Sie könnte zum Beispiel lachen. Das klingt dann so. Erzählen. Das ist eben kein lebloses Holz, auf dem man herumstreicht, sondern das kann wie ein Streichholz funktionieren, das Funken entzündet. Ich, Beate Keilhack, würde dich gerne für die Geige begeistern und diesen Funken in dir entfachen. Dieses Feuer kannst du hier auch teilen in der Musikschule mit anderen Schülern oder zum Beispiel auch im Kinderorchester die Zaubergeigen. Und du wirst sehen, dieses Feuer kann das ganze Leben erwärmen.